Ein herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Ikoros, beim Sturm. Im Sturm mit wenig Wasser, aber zwar Nahrung. Das ist schon mal gut. wir essen mal kurz etwas, damit wir ein wenig Nahrung aufbauen. Wir haben auch keinen O2. Das erste ist mal, wir holen uns jetzt erstmal Wasser. Dazu geht es hier im leichten Sturm hier zu diesem Wasserspender, möchte ich ihn nennen. Wir machen mal Stapel teilen und Consume Stack, dann hat es wenigstens ein bisschen Wasser noch. Wir halten Ausschau nach Schwefel. Das ist jetzt das nächste Wichtige, was wir brauchen. Und ein bisschen Oxid, logischerweise. Da haben wir zumindest schon mal Oxid und ich sehe auch hier schon Schwefel. Jawohl, sehr ordentlich. Das merken wir uns mal, das ist genau hier in der Beuge. Aber wichtig ist jetzt erstmal, dass wir Wasser bekommen. Das ist das nächste Wichtige. So. Schauen wir mal um. Der Wind ist bald weg. Alles wird gut. Und hier haben wir noch Schwefel und Oxid. Das sieht sehr, sehr gut aus. Nichts, was wir nicht ausgleichen können. So, ich werde natürlich ein bisschen schwimmen, damit ich mich hier nicht vergifte. So, und ich wollte mich natürlich jetzt nicht von dem Fisch hier anbeißen lassen. So, wir gehen in die Beuge zurück. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir können hier hingehen. Da war genügend. Da war genügend. Es tut mir leid, liebes Rehkütz, aber du hattest wenig Überlebenschancen auch. Nachdem ich quasi dein Pendant hier leider mitnehmen musste. Ich will Fleisch, ich will Fasern, ich will Leder, ich will alles eigentlich. Und ganz, ganz wichtig, ich will auch Knochen. Davon haben wir nämlich einiges. Da hinten war das. Hier war auch Schwefel, glaube ich, ne? Da ist Schwefel. Dann sammeln wir erst nochmal das Schwefel ein hier. Dafür werde ich auch nicht die Axt verwenden. Ich will die Axt wirklich verwenden, wenn wir uns Eisen holen. Ich hoffe, das schaffen wir in dieser Folge auch noch. Da ist ein bisschen Schwefel. Wir warten noch auf das Oxid. Ich will nochmal die beiden Oxids hier abbauen, damit wir Sauerstoff herstellen können. Inventar. Das mal eben kurz für die kurzfristige Erleichterung. So.
Okay. Dankeschön. Auch das mit Knochen. Alles gut. Nehmen wir mit. Wunderbar. So, ich denke, Schwefel ist erstmal genug. Wir nehmen noch ein bisschen Oxid mit. So. Hier noch. Komm, da brauchen wir noch ein bisschen. Das ist wie 50 Oxid. Ja, 50 Oxid. Ich denke, das ist. Das sollte erstmal genügen. Schade. So, wo waren wir? Ich glaube, wir waren irgendwo hier, ne? Da müssen wir sein, irgendwie. Dann geht's zurück, liebe Freunde. Dann bauen wir die Werkbank und dann alles Weitere. Jetzt müsste eigentlich das Messer schon kaputt sein. Nee, noch nicht ganz. Aber ich glaube, wir reparieren es vorher nochmal. Ja. Sehr schön. Perfekt. Perfekt. Ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir haben eine schöne Hütte. Die scheint sehr geschützt zu sein hier an der Stelle. Das passt soweit. So. Jetzt werden wir das reinpacken, was wir erstmal nicht benötigen. Das sind nämlich diese beiden. Und es ist das hier. Inventar. So, dann hauen wir das nochmal dazu. Wir schmeißen das dazu. Ich glaube, wir können die Lampe erstmal ausmachen. Wir haben ein wenig Schwefel und dann können wir zumindest schon mal, sollten wir eigentlich, wo haben wir es? Hier, Holzstöcker. Zumindest eine Bodenfackel machen. Mindestens. Sehr schön. So, die 7. Und ich werde sie jetzt irgendwie so mittig hier aufstellen. Kraftstoff verwalten. Wir haben kein Holz. Warum haben wir kein Holz? Weil ich den Stapel teilen möchte. Und hier möchte ich nochmal den Stapel teilen. Dann haben wir ein wenig Holz. Damit wir Licht bekommen, die ganze, ja, etwas Licht in die ganze Butze. Sehr gut, sehr gut. So, dann Werkbank. Wollen wir die Werkbank? Was brauchen wir mit Stein? Wir brauchen Holz, wir brauchen Fasern. Das ist sehr, sehr gut. Es ist 19 Uhr. Ich denke, wir werden schlafen und das im Frischen nochmal probieren. Ab ins Bett. Aha. Du kannst zwischen 18 und 7 Uhr schlafen. Du kannst nur näher sein. Ah, okay. Es wird nochmal angezeigt, was die Bedingungen sind. Das finde ich ganz cool. Das ist cool gemacht. So, dann lasst uns mal raus. Also wir brauchen... Was brauchen wir denn nochmal? Mal kurz gucken. Was wir denn benötigen für die Werkbank? Wo ist sie denn? Wir brauchen Stein. Haben wir liegen. Brauchen wir nicht. Können wir aber eben schnell abholzen. Wir brauchen ein bisschen Fasern und wir brauchen noch ein bisschen Holz. Das machen wir doch mal eben schnell. So, ein wenig Stein. 13 oder was, ne? Das war nicht viel. Ich mache mal Lampe an. So, das ist okay. So, ein paar Fasern brauchen wir. 60 Fasern, glaube ich, waren das an der Stelle. Das ist auch schnell gemacht. Aber wir können da schon ein paar mehr Fasern einsacken. Und ich glaube, wir können auch ein bisschen mehr Holz abfarmen an der Stelle. Denn das wird ja auch noch benötigt. Ja, zum Brennen, zu allem drum und dran wird Holz benötigt. Was ist denn nun? Was habe ich denn jetzt? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Was habe ich denn da? Und hier sieht es, geht der Sauerstoff aus. Ja, das guck mal an. Das haben wir wohl gemerkt, dass mir der Sommer, der Sommer ausgeht, der Sauerstoff ausgeht. Dann werde ich ganz schnell den Oxidator bauen. Aber ich glaube, auch dafür werden wir Holz benötigen. Und deswegen möchte ich das hier jetzt einfach einsammeln.
wir haben noch ein bisschen Luft. Wir haben noch ein bisschen Luft, genau das muss man so sagen. Wir haben noch ein wenig Luft. Okay, komm, zurück. Lasst uns die Dings bauen, die Werkbank. Das sollte jetzt möglich sein. Ja, es ist möglich. Zack, dann bauen wir schnell die Werkbank. Ich glaube, wir werden nicht umherkommen. Doch, wir können alles machen. Wir können alles machen. So. Wir packen 50 Holz rein, wir packen noch ein bisschen Leder, wir packen Fasern rein und so weiter und so fort. Hier ist Oxidlösungsmittel, das stellen wir natürlich her. Wir stellen zwei Sauerstoffblasen her, können wir gar nicht machen. Wir haben kein Leder mehr. Doch, haben wir. Rein theoretisch haben wir sogar noch Leder und zwar ohne Ende, denn hier ist noch Lederknochen, Lederknochen, Fell. Ja, das kommt alles erstmal darüber. So, Leder, Leder, Leder. Wir haben Trinkflasche, wir haben noch einen. Und wir haben noch eine Trinkflasche. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. 8. Moment, Sauerstoffblase. Sauerstoffblase. So, wir brauchen das Oxid. Das haben wir hier. Wir stellen den Oxidator direkt hier auf. Zack. So, der Schwefel geht rein als Brennstoff. Das kommt da rein. So, und die beiden Behälter kommen da rein. So, und bevor jetzt was anderes passiert, werden wir erstmal Sauerstoff auffüllen. So, das ist erstmal das Wichtigste gewesen. Das ist erstmal das Wichtigste gewesen. Sehr ordentlich. Perfekt. Ja, ich glaube, warum hat der andere nicht aufgefüllt währenddessen? Jetzt füllt er auf. So, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das bleibt erstmal so. Das ist perfekt. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben noch Holz im Angebot. Wir haben auch noch das im Angebot. Wir haben auch noch das im Angebot. Das nächste, Häutungsbank, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, Leute. Häutungsbank macht keinen Sinn. Was Sinn macht, ist hier der Langbogen. Den will ich auf jeden Fall herstellen. Damit das nicht zerstören. Das brauchen wir dann an der Stelle nicht. Und was macht noch Sinn? Und zwar, die Bearbeitungswerkbank ist nicht das Richtige. Bank für Steinmetzarbeiten. Wir können den Ofen. Dafür brauchen wir Steine, holen wir uns von draußen. Ja, ich denke, es ist Zeit, da diesen jetzt das hier aufzunehmen. Perfekt. Dann kann das hier rein. So, dann haben wir das. Wir bauen uns den Ofen. Perfekt. Dann ist das auch schon mal in Arbeit. Und was haben wir denn hier? Textilfabrik. Die machen wir gleich. Erstmal kurz warten. Bis der Ofen fertig ist. Denn jetzt ist sie nämlich... Doch, sie geht noch. Es funktioniert. Wir können sie noch bauen. Machen wir. Kriegen wir hin. So, die 8. Setzen wir daneben. Und dann haben wir diese hier noch. Die 8. Das ist die Frage. Ich denke, ja, das passt hier hin. Und den Amboss setzen wir so ein Stückchen davor. Dann haben wir erstmal alles. Wir haben doch erstmal alles. Ja. Sehr schön. Was wir noch nicht haben, das ist der hier. Und das möchte ich auch machen. Und zwar bauen wir dazu noch 60 Steine. Das ist ja schnell erledigt hier. An der Stelle. So, wir reparieren das Ganze hier trotzdem nochmal eben. 60 Steine.
Noch ein paar mehr Steine natürlich zum Reparieren. Ihr wisst. So. Nein, verkehrt. Wir müssen hier hin. Da ist er. Stellen wir her. Wenn es regnen sollte, logischerweise, dann... haben wir zumindest ein Regenauffangbecken. Und perfekt, es regnet. Es soll, es wird regnen. Es wird definitiv regnen. Und ja, dann lassen wir das doch auffüllen. Perfekt. Was ist unser nächster Step hier? Als allererstes machen wir nochmal ganz kurz was essen. Wir haben gekochten und gebratenen Mais hier. Das ist sehr, sehr schön. Diese Fackel hier, 13, da es brennt langsam. Das ist okay, es brennt langsam. So, eigentlich, wären wir soweit. Ja, wir könnten Knochenpfeile herstellen. Wir haben hier noch ein paar Sticks, die will ich nochmal drüber nehmen. Wir haben auch noch ein paar Fasern. Und das Holz hier. Was ich ganz gerne hier mit reinpacken würde. Genau, und dann haben wir hier die Knochen und dann haben wir hier das Leder und ich glaube, da ist jetzt nicht viel, ne? Sticks und Fasern brauchen wir natürlich auch, klar, logisch. Und das wären 36. Wir machen mal 30 Knochenpfeile. Das ist erstmal ganz cool. Die Steinpfeile brauche ich dann, glaube ich, erstmal nicht. Das zerstören wir dann nochmal. So, dann wollen wir doch mal verwenden. Dann kann das nämlich voll laufen hier. Auch sehr schön. Die packen wir mal hier hin. Und das packen wir mal dahin. Halt die Knochen nicht. Knochen nicht. Die will ich mitnehmen. Ich muss ja noch reparieren können. An der Stelle. Und ich denke, das sieht erstmal sehr, sehr gut aus. Wir essen noch mal ein bisschen matt hier. Konsum. Konsum. Dann sind wir aufgegessen. Und wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir machen uns auf den Weg zur ersten Höhle. Auf jeden Fall. Und die erste Höhle, die ist gleich hier vorne gewesen. Da, wo wir den Schwefel abgebaut haben. Da will ich hin. Da möchte ich hin. Natürlich nehmen wir uns an der Stelle auch gleich was zu trinken mit. Lass den Trinkschlauch mal drin. Ne? Ja, no shelter. Es ist alles soweit okay. So, die erste Höhle, die ist an dieser Stelle hier. Dort. Und da werden wir uns jetzt hinbegeben, liebe Leute. Müsste gleich hier unten sein eigentlich. Sollte hier vorne irgendwo gleich sein. Hier ist es. Hier ist es. Und was haben wir denn da schon Hübsches? Aluminiumerz, okay. Sehr cool. Was haben wir hier? Eisenerz. Hier ist schon das erste Eisenerz, was wir hier abbauen können. Dazu nehmen wir natürlich diese hier. Dafür ist sie da.
So, warten wir noch eine Runde. Ich bin gespannt, was wir alles an Eisen rausholen. Ich würde sagen, ist da noch einer? Anscheinend nicht. Okay. Holen wir uns mal, was du zu bieten hast, Kumpel. Ich merke gerade, wir haben verkehrten Eingang gewählt. Wir müssen hier lang. Ausdauer. So, nochmal Ausdauer sammeln und dann werden wir reingehen. Irgendwo hier sind zwei Würmer. Sollten zwei Würmer sein. Okay. Okay. Sehr schön. Was haben wir nicht? Wir haben eine Sache vergessen. Und das würde ich mal eben schnell machen. Herstellung. Wir sollten das hier ablegen. Die 100 Stück. Und ja, fallen lassen. Ne? Fallen lassen. Ich hoffe, die Würmer kommen jetzt nicht nochmal wieder. Nein, es sieht nicht so aus. Und von daher können wir. Guckt euch das an. Was haben wir hier an Eisen? Das ist ja der Oberkracher. Unglaublich, was hier hängt hier alles an Eisen rum. Ne? Das ist echt der Oberhammer. Der Oberhammer. So, Kohle nehmen wir natürlich. Hier vorne ist noch einmal Kohle. Kohleerz, das will ich auch nochmal mitnehmen. Kohle brennt halt einfach länger, da brauchen wir kein Holz dafür verfeuern. Wie viel Kohle haben wir jetzt? 44 Kohle, das reicht völlig aus. Wir stopfen uns alles mit Eisen noch voll hier, dass wir es mitnehmen können. Sind wir überladen. Das gefällt mir gar nicht. Was haben wir hier? 0,3. Wir müssen ein ganzes Kilo loswerden. 0,7, 0,4. Stapel teilen. Stapel teilen. Was haben wir hier? Nochmal Stapel teilen. Was haben wir hier? Nochmal Stapel teilen. 1,2. Fallen lassen. Okay. Sieht gut aus. Wir nehmen das erstmal mit. So, Fackel aus. Wir haben eine Lungenkrankheit. Alles klar.
Sehr schön. Oder auch nicht so schön. was können wir noch machen? Wir können ein bisschen gegensteuern. Wir können ein wenig Ausdauer Regeneration hochdrücken. So. Nichtsdestotrotz, wir haben das hier. Wir haben das hier und wir können auf jeden Fall schon mal anfangen und wir holen uns das restliche Eisen da jetzt noch raus. Auf definitiv. Kohle, denke ich, werden wir an der Stelle erstmal nicht brauchen. Das macht ja auch keinen Sinn, was ich jetzt gerade vorgehabt habe hier. Wegen dem Gewicht. So, es kann sein, dass die Würmer... Ach nee, das ist... Ich glaube, das ist immer abhängig davon, ob man den Server gerade frisch gestartet hat oder nicht. Wir werden das herausfinden. Ich werde das jetzt ausprobieren, ob wir hier wieder Würmer begegnen. Und nein, es ist nicht der Fall. Es ist nicht der Fall. So, haben wir hier noch Eisen? Nein, das ist... Ist das Aluminium? Das ist Gold hier, ne? Das müsste Gold sein. Golderz brauchen wir erstmal nicht. Aber Kupfer... Ich will Kupfer mitnehmen. Okay, danke. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Da oben. Kann man da durchfallen? Anscheinend kann man da durchfallen, oder? Ist ja auch interessant, ne? Auf jeden Fall. So. So. Wetter incoming. Okay. Regenschauer. Das macht uns gar nichts. Leute, das macht uns mal gar nichts. Sehr ordentlich. Das nehmen wir mit. Was ist das hier? Platin. Ja, Platin, glaube ich, brauchen wir noch nicht an der Stelle. Aber Kupfererz will ich noch mitnehmen. Was wir haben, das haben wir. Und das Eisen hier, das möchte ich auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob hier noch, da hängt auch noch so viel Eisen. Wieso liegt das? Achso, hat er nicht aufgenommen. Da ist auch noch Eisen. Das nehmen wir auch noch mit. Also es kommt schon mehr raus. Ne? Es kommt schon mehr raus, finde ich. Wir werden nicht alles Eisen mitkriegen hier auf jeden Fall. Okay, das soll es erstmal sein. Das soll erstmal reichen. Schauen wir mal, ob das da... Ist das da noch ein... Sieht erstmal nicht so aus. Ich will es trotzdem nicht riskieren. Nein, alles gut. ...280 Sekunden, hat sich nicht erneuert. Das ist, sind gute Nachrichten für uns. Und ich will...
schauen. Ich sehe gerade, mein Gott, nochmal, wir sind schon wieder so schnell in der Zeit vorangeschritten. Aber wir hauen das da auf jeden Fall noch rein. So. Perfekt. So, das geht rein, das geht rein, das geht rein. Das geht als Treibstoff rein, das geht auch rein. Das Kupfererz geht rein. Perfekte Sache. So, dann können wir hier auf jeden Fall das Fleisch reinhauen. Zack, dann kann das nämlich auch noch weitermachen. Und ja, das kann hier einschmelzen, liebe Leute. Ja, damit ist allerdings die Folge zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Und wenn das der Fall ist, dass es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen da, gerne auch ein Abo, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt. Und ganz, ganz wichtig, schreibt mir was in die Kommentare, lese es mir gerne durch. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.